Irgendein Sturm. Ja, der interessiert uns nicht. Weltausstellung finde ich super. Guru brauchen wir auch nicht. Weltkongress hat einen Diplomatiepunkt uns verliehen. Und wir können einen weiteren Handelsweg. Jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir sogar 10. Und wir haben genug Geld. Und das möchte ich auch gleich mal hier einsetzen bei Wuhan. Oder nee, erstmal bei Peking. Weil Peking muss wachsen. Das ist ganz wichtig. Peking muss wachsen. Deswegen bekommt Peking von uns einen Händler spendiert. Ups, das war jetzt Quatsch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was sie gebaut haben. Sie haben die Waffenkammer gebaut. Ich wollte natürlich hier einen Händler kaufen, nicht bauen. So, als nächstes erforschen wir die Chemie. Ja, wir bekommen das Forschungslabor. Das bringt uns natürlich auch sehr gut weiter. So, du hast hier repariert, dann reparierst du bitte weiter. Das hat uns zurückgeworfen, dieses blöde Hochwasser da. Das ist echt nervig. Naja, gut. Kann man nichts machen. 4 Runden bis zur Hagia Sophia. Ich glaube, so lange warte ich noch, so lange spielen wir noch und dann werde ich eine Aufnahmepause machen. Das Arsenal von Venedig bekommen wir auch in 8 Runden. Tja, das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ist egal. Ja, wir hätten hier doch eine Karte reingeben sollen, dass wir die Weltwunder forcieren, weil wir bauen ja wirklich richtig viele Weltwunder gerade. Die Golden Gate Bridge, können wir die jetzt schon bauen? Oder wo ist die? Ne, die war bei Kultur, oder? War die bei der Kultur? Nee. Nee, die war schon da. Ich weiß noch nicht. Da ist sie, genau. Da ist sie. Die bauen wir auch noch, Leute. Wow. Dann sind wir wirklich. Ich hoffe, China ist uns dann. Doch, China ist uns eh schon sauer. Naja, sollen sie mal. Ich hoffe, einen Krieg gegen China können wir bestehen. Vor allem einen Verteidigungskrieg. Müssten wir doch hinbekommen, ja. Wenn wir das Arsenal von Venedig haben, können wir ja auch noch ein paar Schiffe bauen. Dann kriegen wir ja immer doppelt so viele Schiffe. Ist doch gar nicht verkehrt. Ab nächster Runde können wir auch Armeen dann bauen und Armadas. Ist auch nicht schlecht. Na gut, gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges zu tun? Ich hatte das Gefühl, dass ich noch irgendwas Wichtiges tun wollte. Aber ich glaube nicht, nein, passt. Hier holst du uns den Fisch. Du hast jetzt deine Verbreitungen bekommen, das ist schön. Und dann gehen wir hier runter zu unseren Freunden, den Maori, und werden dort mal richtig unsere Religion verbreiten. So, Shaka möchte Kohle und Aluminium und sie möchten die Sixtinische Kapelle. Das ist ja mehr oder weniger ein Tausch. Aber sie bieten uns, wow, 51 Gold pro Runde für 30 Runden für ein bisschen Aluminium und Kohle. Das machen wir. Warum möchten sie denn das haben und geben uns das? Das macht doch gar keinen Unterschied. Das ist ein bisschen älter, ja. Aber es ist doch genau das Gleiche. Naja, egal, wir nehmen es an. Wir brauchen Geld. 50 pro Runde, das ist echt viel. Haha, hier kommen ganz viele Barbaren. Hier kriegen wir einen Punkt, weil wir in der Moderne sind. Wenn Sie sich auf Krieg vorbereiten, sehr, sehr schön. Diese Karte ist natürlich super für uns. Über den Frieden, bis Sie die Mobilisierung, ja, dann gucken wir doch gleich mal. Also, dann nehmen wir die Karte doch gleich mal rein. Militärakademien und Seehäfen generieren Wissenschaft bringt uns noch nicht so wirklich viel. Ich schaue nur gerade mal ein bisschen, ob wir sonst noch was haben, was uns was bringt. Das wäre, glaube ich, gut. Ja. Und dann nehmen wir das hier raus und schauen, was wir stattdessen haben. Mehr Gold durch Handelszentren. Siedler brauchen wir nicht. Produktion für alle Wunder. Ja, das nehmen wir mal mit rein hier. Wir haben wirklich jetzt sehr, sehr viele Wunder gerade im Bau. Das bringt wirklich viel. So, Expansionskrieg können wir gegen China führen. Wollen wir aber gar nicht. Atta und Uru brauchen Annehmlichkeit. Wir kriegen einen Punkt. Und der Staubsturm hat sich nach Nordwesten Richtung Kabul bewegt. Das interessiert uns aber eigentlich nicht. Gut, Ober- und Ballett lasse ich einfach mal auf dem Weg liegen. Wir nehmen stattdessen das hier. Da haben wir nämlich auch die Wasserparks und die Archäologen und wir kriegen Ruinen. Und wir können einen Gouverneur ernennen. Ja, da wollte ich ja Moksha weiter ausbauen, um hier gegen China zu bestehen, was die Religion angeht. Na, weil die konvertieren sonst in 29 Runden. Und wenn wir das machen und Moksha hier befördern, dann haben wir keinen religiösen Druck durch Religionen, die nicht von uns sind.
Und wir bekommen, wenn wir Gebäude bauen, auch noch Glauben. Und das machen wir mal. So, als nächstes würde ich dann ganz gerne das hier machen. In dieser Stadt ausgebildete Apostel erhalten bei ihrer ersten Beförderung eine zusätzliche Beförderung, wenn wir dann auch hier die heilige Stätte gebaut haben. Hoffentlich bald mal. Und da werden wir gleich mal hier das forcieren, indem wir nach Nahrung gucken. Wir kriegen 5 Nahrung von Antanarivo und 16 Gold. Das ist doch gar nicht schlecht. Das machen wir auf jeden Fall. Kriegen wir dafür auch nochmal ein Feld? Ich weiß es nicht. Haben wir das Feld jetzt eigentlich bekommen? Das Feld haben wir tatsächlich nicht bekommen, weil ihr hier außen rum handelt. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. So, bitte Quellen beschaffen. Und hier ein Meckewapp. Ja. Goldproduktion und Wohnraum in Peking. Das ist schön. Dann können wir hier Bananen anschließen und hier auch nochmal ein Meckewapp bauen. Das ist doch super. Perfekt. Gut. Ja, diese Handwerker, ich glaube, pass mal auf, wo brauchen wir denn hier noch was? Hier im Sumpf, naja. Nee, da ist eigentlich alles Paletti. Klar, den Sumpf könnten wir irgendwie abbauen, aber das ist Quatsch. Braucht denn Larak noch irgendwo eine Handwerkerunterstützung? Ja, hier, nee, doch hier vielleicht noch eine Mine. Ja, das wäre noch eine Idee, dort eine Mine hinzubauen. Schauen wir noch Kino an. Kino braucht hier noch ein Sägewerk. Okay, also hier ein Sägewerk, da eine Mine. Dann schauen wir das doch mal an. Der hat noch 5 Verbreitungen. Ja, das ist super. Sägewerk, Mine, Mine. Ich hoffe, ich kann es mir merken. Wow. Die Maoris. Wenn die, die haben hier sogar schon einen Gouverneur drin und trotzdem bekommen wir die Stadt bald. Ja, ist ja auch klar, die hat nur eine Bevölkerung und hier sind 3 Städte von uns außenrum. Das ist Käse gewesen, das da zu gründen. Aber naja, sollen sie mal machen. Die sind jetzt aber leider nicht mehr von uns beeinflusst. Das ist ein bisschen schade. Hat Persien ein goldenes Zeitalter eventuell? Ja, dann erklärt sich das natürlich. Naja. Die sind uns immer noch sauer. Wo sind denn unsere Apostel eigentlich hingekommen? Der ist doch dann darüber und den anderen habe ich, glaube ich, gleich hier runter geschickt. Hierhin habe ich ihn geschickt, aber ich weiß gar nicht, wo er im Moment ist. Naja, der wird schon noch auftauchen. Wird schon nochmal auftauchen. Hier haben wir 6 Runden bis zum Staudamm, 1 Runde bis zur Universität. Wir sollten hier und hier gleich nochmal einen Weltwunder bauen. Vor dem Staudamm, nach dem Staudamm. Aha, hier haben wir schon Punkte, aber Kyros hat mehr Punkte. Das seht ihr, ja. Die kriegen mehr große Persönlichkeitspunkte, weil sie mehr Bezirke haben wahrscheinlich. So, Kilwa Kisivani wurde abgeschlossen. Nicht von uns leider. Ich hoffe, das macht kein Problem, aber ich glaube nicht. 4 Punkte für den Hafen, weil der Hafen so super ist. Das ist super. Es wäre auch mehr. Gut. Dort ist irgendein Fluss über die Ufer getreten. Dann ist hier wieder der Sturm weitergezogen. Kuppe hat das hier gebaut. Das interessiert uns aber eigentlich nicht. Da brauchen wir Annehmlichkeit. Hier haben wir Punkte bekommen. Sehr schön. Das Artefakt werden wir definitiv ausgraben. Zwei Doppeldecker werden wir wahrscheinlich nicht bauen. Deswegen gehen wir einfach mal in diese Richtung. Hier können wir den Raumhafen bauen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Bonus noch den großen Wissenschaftler. Und hier brauchen wir ein Ölkraftwerk. Wir gehen mal. Gehen wir in diese Richtung, obwohl das natürlich schon super wäre. Den Erdsatellitenstart. Wissenschaftssieg. Naja, müssen wir nicht unbedingt forcieren. Eine Hochwassersperre. Schützt Küsten, Tiefland, Geländefelder dieser Stadt vor Überschwemmung. Die anfänglichen Baukosten und der Unterhalt pro Runde variieren je nach Zahl der Küsten, Tiefland, Geländefelder in dieser Stadt und dem derzeitigen Meeresspiegel. Wird sie gebaut, nachdem bereits einige Geländer der Stadt überschwemmt wurden, können diese vollständig repariert werden. Untergegangene Geländerfelder können allerdings nicht mehr gerettet werden. Aha. Muss in einer Stadt mit mindestens einem Küsten-Tiefland-Geländefeld gebaut werden, wird nicht geplündert. Wenn die Stadt erobert wird, hört sich schon mal nicht schlecht an. Gut, Pito sollte jetzt eigentlich ein Wunder bauen. Hierhin. Was können wir denn dorthin bauen? Den Eiffelturm nicht. Den können wir nur dorthin bauen. Die Basilos-Kathedrale auch nicht. Das Parlamentsgebäude könnten wir dorthin bauen. Ja, das wollte ich ja eh bauen.
Das wollte ich eh bauen und den könnten wir auch bauen, den Mont Saint-Michel. Plus 2 Glauben und 2 Reliquienplätze. Aber ich glaube, das Parlamentsgebäude ist im Moment wertvoller für uns. Den Panama-Kanal, können wir den echt bauen? Ja. Könnten wir hier hinbauen und dann hätten wir irgendwie, naja, das bringt uns gar nichts. Wir bauen das Parlamentsgebäude dorthin, ja. Sehr schön. Können wir das irgendwie forcieren? Das sind nur 29 Runden. Nee, das passt schon. Die wachsen ja bald. Die wachsen bald. Hier haben wir den hydroelektrischen Damm. Warum haben denn die jetzt keine Energie? Die müssen doch jetzt eigentlich Energie haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, die müssten eigentlich jetzt Energie haben. Tja, keine Ahnung. So, was können denn die bauen? Ölkraftwerk. Brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir den Staudamm haben, oder? Dachte ich. Ein Forschungslabor, ja. Wohnraum haben sie genug. Sie können aber auch nochmal hier das Handelszentrum hinbauen. Da können sie nicht, weil das im Moment Uruk gehört. Sie könnten hier ein Handelszentrum... Oh, hier ein plus 4er Handelszentrum. Das würde dann auch die unterstützen. Oh ja, das machen wir. Nee, das würde die nicht unterstützen, weil die kriegen keinen Gemeinschaftsbonus. Aber andersrum ist es so. Hier ein plus 4er Handelszentrum, super. Wir verlieren den Bauernhof leider, aber ich glaube, das ist verkraftbar. Da haben wir den Hafen abgeschlossen. Dann werden wir sofort den Leuchtturm nachschieben. Gut, dann bauen wir hier mal ein Sägewerk. Dort holen wir uns die Bananen. Dort haben wir im Mekkewab schon gebaut. Ja, der hat noch zwei Möglichkeiten, aber wir können im Moment nichts machen. Also bleibst du mal hier und ruhst dich aus. Sehr schön. Gut. Gut, 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 gut. Schaut gut aus. Also, forschungstechnisch sind wir wirklich überlegen den anderen, müssen wir sagen. Und kulturell nähern wir uns zumindest langsam ein bisschen an. In zwei Runden kommt die Hagia Sophia. So lange spielen wir noch in dieser Aufnahme. Oh, 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 was ist hier passiert? Zwei beschädigte Gelände. Ich glaube, das ist Wuhan, ne? Das müsste Wuhan sein. Ah, bauen wir da nicht gerade einen Staudamm? Oder wollten? Doch, da bauen wir gerade in diesem Moment einen Staudamm. Wie fies ist das denn eigentlich, Leute, oder? Wie fies ist das denn? Wir haben eine große Persönlichkeit. Sehr schön. Naja, Atta braucht mehr Wohnraum. So. Der Großingenieur löst das Heureka für die Technologie Computer aus, lässt diese Stadt ein Bezirk mehr bauen, als das Bevölkerungslimit erlaubt. Den holen wir uns natürlich. Und wisst ihr was, wo wir den hinschicken, Leute? Wir schicken den nach Peking. Ja, perfekt eigentlich. Perfekt, perfekt, perfekt. Da sind wir in Uruk. Da haben wir den Theaterplatz abgeschlossen. Und wir müssen mal gucken, hat Uruk denn inzwischen jetzt Energie? Hat Uruk keine Energie? Und wenn ja, warum hat es keine Energie? Es hat keine Energie tatsächlich. Das verstehe ich nicht. Gibt es denn da eine Energiekarte? Da gibt es die Energiekarte, ja. Tja, der hier stellt zwar 6 Energie her, aber die reicht nicht so weit. Leider. Die reicht nicht weit genug. Das heißt, Lagash muss tatsächlich hier nochmal Energie herstellen. Mit Kohle oder sowas. Oder Öl. Ja, das ist ja blöd. Oder wir machen es gleich in Uruk. Ja, können wir auch machen. Das ist ja blöd. Das ist ja wirklich blöd. Das heißt, hier könnten wir ein Ölkraftwerk bauen. Wie schaut es denn mit unserem Öl aus? Ja, da haben wir noch 4. Wie schaut es mit unserer Kohle aus? Da haben wir noch 3 übrig. Ja, ich glaube, Kohle brauchen wir nicht so dringend eigentlich. Wir könnten ein Kohlekraftwerk bauen, ja. Können wir auch ein Kohlekraftwerk kaufen? Wahrscheinlich schon, ne? Aber es kostet mega viel, ja. Ich würde halt hier jetzt ganz gerne mal, ehrlich gesagt, ein paar Einheiten bauen. Deswegen ist eigentlich dieses Militär, die Militärakademie wichtiger. Aber ohne Energie ist halt auch unser Industriegebiet weniger wert. Also eigentlich ist die Energie jetzt erstmal wichtig. Kommt, wisst ihr was, Leute, wir bauen hier ein Kohlekraftwerk. Bringt auch nochmal Produktion. Das machen wir jetzt einfach mal. So, da haben wir den Campus gebaut. Sehr schön. Wir brauchen Wohnraum tatsächlich, deswegen Kornspeicher.
So, ja, und du gehst bitte nach Peking. Das ist super für uns. Dann können wir nämlich hier die heilige Stätte endlich bauen. Jetzt möchte ich hier noch mal ganz kurz gucken, weil das ja hierhin gebaut wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Das heißt, die werden auch nicht schlecht. Und wenn zum Beispiel hier noch mal ein Industriegebiet baut, wenn Zipper hier ein Industriegebiet hinbaut, dann wäre das auch in der Nähe. Ja. Okay, würde auch Energie bekommen. Das passt dann also. Gut, nächste Runde kommt die Hagia Sophia. Bis dorthin wollten wir ja spielen und dabei bleibe ich dann auch. So machen wir das. Ich glaube, jetzt können wir das Chor, jetzt können wir eine Armee gründen und das sollten wir vielleicht auch machen, indem wir zum Beispiel mit denen hier hochmarschieren und mit der hier mal, pass mal auf, mal hier rüber marschieren und dann kannst du doch hier, ja genau, kannst du hier eine Armee gründen. Super. Kriegen wir dann nochmal Punkte? Ja. Und zwar plus einen Punkt zumindest, weil wir jetzt eine Armee haben. Wir müssen nämlich hier aufpassen, dass wir nicht in ein dunkles Zeitalter rutschen. Das wäre nicht so prickelnd. So, dann kannst du wieder zurückmarschieren. Sonst noch irgendwo die Möglichkeit, eine Armee zu gründen? Ja, hier tatsächlich. Das machen wir auch. Und er hier könnte auch eine Armee gründen. Ja, das machen wir auch. Dann kannst du mal in die Stadt reingehen. Ja, das ist eine gute Idee. Und haben wir hier auch noch Möglichkeiten, Armeen zu gründen? Noch nicht, glaube ich, oder? Nee. Nee. Na gut. Zwei Runden noch hier bei den Maoris. Wahnsinn. Naja. Die kämpfen hier gegen die Barbaren. Das ist auch ganz interessant. Und hier haben wir einen Spion, der hat irgendwas gestohlen. Irgendwelche Mittel. Es ist ein wunderschönes und wichtiges Monument und ein internationaler, interkultureller Schatz. Bis es von beiden Religionen harmonisch genutzt werden kann, was eine grandiose Idee wäre, sollte es ein säkuläres Gebäude bleiben, das beide Religionen ehrt, die zu seiner Schönheit beigetragen haben. Die Hagia Sophia. Unsere Missionare und Apostel können einmal mehr Religion verbreiten. Das ist doch super. Gut, dann hat Atta jetzt... Und wir können doch gleich einen neuen Apostel ausbilden. Da warten wir jetzt aber, bis wir die heilige Stätte in Peking gebaut haben. Und wir kriegen 4 Punkte. Super. Ja, wir sollten durch die ganzen Wunder jetzt eigentlich doch viele Punkte bekommen. Und dann sollten wir ein dunkles Zeitalter dadurch vermeiden können. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Okay. Also, Atta. Atta, 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 Atta. Ja, was baut Atta jetzt? Atta braucht Wohnraum. Also würde ich sagen, eine Kanalisation wäre gut. Ja, eine Kanalisation und dann ein Forschungslabor. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Gut, hier haben wir auch schon unseren Coinspeicher durch. Ich würde jetzt ganz gerne den Hafen dort oben hinbauen, aber das ist noch zu weit weg. Wir könnten hier was hinbauen und uns dafür das hier sichern. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Was wäre denn da sinnvoll? Ein Flugplatz? Nee. Ein Handelszentrum eher nicht. Ein Theaterplatz, glaube ich, oder ein Campus. Ich glaube, ein Theaterplatz wäre gut. Wir bauen hier einen Theaterplatz hin. Ein Theaterplatz bringt Kultur. Und jetzt bekommen wir hier genau den Computer. Und wir bekommen hier die Möglichkeit in 3 Runden dann. Oder wir machen es gleich. Wir machen es gleich. Wir bauen eine heilige Stätte. Das ist eine plus 2er heilige Stätte. Die ist auch gut. In 18 Runden, wow. Können wir das forcieren? Ja, das sind 16 Runden. Naja, bringt uns jetzt nicht so viel. Ja, den Computer haben wir bekommen, das wissen wir. Gut, der Kürassier, genau, den wollte ich hier zusammenlegen. Wunderbar. Ah, wir haben dieses Feld gewonnen inzwischen. Das heißt, China musste sich dort zurückziehen. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, der Handwerker, der kann doch gleich mal hier dann ein Sägewerk bauen. Du hast das angeschlossen. Oh, wir könnten hier ein Seebad hinbauen. Was bringt denn ein Seebad? Plus 4 Gold. Wird denn hier überhaupt... Nee, aber wir könnten theoretisch. Das wäre besser als diese Felder. Oh ja, das machen wir. Das machen wir, Leute. Da kommt ein Seebad hin. Wunderbar. Das wird schön. Das wird
Ja, wunderbar, sagte ich schon. Habe ich mich schon wiederholt? Ja. Okay, Maori geben wir jetzt keine Diplomatiepunkte mehr, denke ich. Wie viel haben die inzwischen? Die haben nämlich inzwischen 13 Punkte und da müssen wir echt aufpassen. Ich möchte die Maori ungern jetzt irgendwie angreifen oder so. Persien. Wie viel gebt ihr uns denn für unsere Gunst? Ja, das ist doch nicht schlecht. Schauen wir aber noch ganz kurz mal Shaka. Was würdet ihr uns geben? Das ist, glaube ich, mehr. Ja, das ist mehr. Wir wollen aber das in Barem haben, weil nur Bares ist Wahres. Wir wissen es ja. So, Shaka, rück mal raus. Rück mal ein paar Penunsen hier raus. Na komm, die sind aber geizig. Immer noch nicht. 7 hat er gesagt, ne? 210, jetzt hat er... Jetzt schlägt er zu. Okay. Ja, das ist doch gut. Aber 160 wollen sie nicht. Aber 159, nein. Aber 158, ja. Okay, dann bitteschön. So, da haben wir 760 Gold. Das hört sich doch schon mal gut an. Hier wird tatsächlich ein Lager produziert. Wow. Naja, sollen sie mal. Kohlekraftwerk. Ah. Und dann haben wir hier endlich mal die mittelalterlichen Mauern in der nächsten Runde. Das ist doch auch schon mal viel wert. 3 Runden bis zum Arsenal von Venedig. 9 bis Heokali. Dann haben wir noch 4 bis zum Ruhrgebiet. Das heißt also, in 5 Runden können wir die Karte wieder rausnehmen. Mit den Weltwunder dann. Obwohl, hier bauen wir ja auch Weltwunder. Und hier wollen wir auch eins bauen. Ja, ich weiß nur nicht, welches wir... Ah ja, den Eiffelturm wollten wir dahin bauen. Genau. Ja, dann lassen wir die Karte mit den Weltwundern wohl doch dann lieber nochmal ein bisschen drin. Denke ich. Oh, so viel Weltwunder habe ich selten in einem Spiel gebaut. Glaube ich. Aber in diesem Spiel ist das irgendwie möglich. Die KI hat wenig Weltwunder gebaut oder baut wenig Weltwunder. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist das Seebad. Oh, und das ist so ein Staudamm um das Seebad herum. Haben wir tatsächlich dieses Problem schon erreicht? Schauen wir mal ganz kurz. Meeresspiegel? Nee, plus 0 erst. Also eigentlich bräuchten wir das noch gar nicht. Aber, naja, Persien baut schon mal vor. Wie schaut es denn hier aus? Okay. Kohle und Öl. Kohle ist wesentlich mehr. Und hier ist Persien tatsächlich der Hauptverschmutzer. Und wir sind der Zweithauptverschmutzer. Warum ist denn das nicht identisch? Ach, das sind nur wir. Das sind nur wir. Okay, und das ist die ganze Welt. Okay, interessant. Die haben alle noch gar keine Umweltverschmutzung gemacht. Wir sind da wirklich weit vorne. Zusammen mit Persien. Ja, Persien ist unser erster Verbündeter gewesen, aber auch unser größter Konkurrent, wie es jetzt ausschaut. Ich denke mal, die werden auf einen Wissenschaftssieg gehen. Da müssen wir mal gucken, ob wir den Religionssieg vorher hinbekommen. Ich weiß es ja nicht. Und vor allem, ob wir den Religionssieg vorher hinbekommen, bevor die Maori einen Diplomatiesieg einfahren. Da müssen wir aufpassen. Aber ich denke mal, wenn die kurz davor sind, dann werden alle anderen Maori runter ranken, was beim nächsten Weltkongress dann passiert. Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Nochmal ganz kurzer Blick hier auf den Kultursieg. Kyros ist jetzt über China mit 182 Tourismus. Okay, aber das ist, glaube ich, noch weit weg davon, irgendwie gefährlich zu sein. Ja, das passt. Das passt schon. Religion haben wir 73 Glauben pro Runde. Das ist schon wesentlich mehr, als die anderen haben. Doppelt so viel fast. Könnten wir schon schaffen, den Religionssieg uns hier einzufahren. Shaka wird halt nicht so happy sein, wenn wir ihn bekehren. Deswegen werden wir den am Schluss bekehren. Als allerletztes werden wir uns jetzt erstmal die Maori holen. Dann China. Ja. Oh, die chinesische Mauer bringt jetzt auch Kultur offensichtlich. Ja, so machen wir das. Okay, aber das machen wir. Oh, was haben die denn hier? Ein Skigebiet, glaube ich, ne? Ist ja witzig. Also mit dem schönen Blick auf das chinesische Skigebiet
beenden wir mal diese Aufnahme. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme, vielleicht in derselben Folge wieder. Macht's gut, euer Professor Fantasy. Ciao.